Was geht ab, Freunde? Und willkommen zum weihnachtlichen Adventskalender. Das ist Tag 2, weil 1. Dezember war schon. Und wir haben aber auch am 1. Dezember ein Video hochgeladen. Dieser Adventskalender geht bis zum 24. Und ich werde jeden Tag auf diesem Zweitkanal ein Minispiel hochladen. Heute angefangen, beziehungsweise heute ist ja der zweite Tag, mit 3 Horrorspielen. Aber kein 3 normalen Horrorspielen, sondern... Ho, 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 ho. Weihnachtshorror-Games. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieser Adventskalender gefällt. Wenn er euch nicht gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Santa's Present. Also zu Deutsch, Santa's Geschenk. Das Geschenk des Weihnachtsmannes. Das sieht ein bisschen komisch aus. Guck mal, wie klein hier dieses Play ist. Warum ist das so weit links? Egal. Okay. Es schneit, Leute. Boah, ich muss echt hoch in dem Gebäude sein, weil ich den Boden nicht mal sehen kann. Wir haben hier ein Buch, wir haben hier ein Bett und einen Nachttisch. Mehr nicht. Das erinnert mich ein bisschen an mein Zimmer in Frankreich, als ich als Austauschschüler in Frankreich war. Ich hatte original ein Bett und ich hatte nicht mal einen Schreibtisch. Ich hatte nur ein Bett und ein Regal. Zeiten ändern sich. Jetzt habe ich mehr, Chat. Jetzt habe ich mehr. Dankeschön für den Sub, Broco. Wir haben 40 Subs geknackt. Let's go, Road to 50. Ah. Wie cool. Hä? Ist das überhaupt ein Horrorspiel? Kann sein, dass ich aus Versehen ein Nicht-Horrorspiel gekauft habe. Was sind das hier? Kekse? Cookies! Warte, wie schnell sollen wir die Cookies hier hinstellen? Geht das irgendwie? Oder ein Teller? Haben wir einen Teller? Aha. Perfekt. Jetzt kann ich die irgendwie nicht mehr ablegen. Das ist unsere Toilette. Was ist das für eine Toilette? Wer zur Hölle hat nur eine Toilette in dem Zimmer ohne Waschbecken? Diese Türklinke muss so dreckig sein, wenn man die immer unsauber öffnen musste. So sah übrigens auch die Toilette in Frankreich aus, als ich da als Austauschschüler war. Okay, meine Haustür ist abgeschlossen. Das gibt mir schon mal ein Sicherheitsgefühl. Ich habe echt gar nicht das Gefühl, dass ich hier ein Horrorspiel zocke. Ich habe mehr so ein Gefühl von so einem Weihnachtsspiel. Ah, hier ist der Teller für die Plätzchen. Kann ich mich hinsneaken? Nee. Ha, prepare a gift to Santa. Place the cookies on the plate under the Christmas tree. Okay. Dome, danke für deinen Sub. Und Raffas auch. Warte mal. Hä? Irgendwie? Ich kann die Cookies nicht platzieren. Wir gehen mal... Q ist... Warte mal, gibt's Steuerung? Steuerung gibt's auch nicht. Also ich muss hier einfach mal alle Tasten austesten. Prepare a gift. Place the cookies under the... On a plate under the Christmas tree. Hä? Vielleicht vorher Packung auf der... Ups. Digga, das Spiel prankt mich. Ich bin alle Tasten durchgegangen, Chat. Man kann die nicht placen. Ich werde doch dumm. Zuerst aufmachen. Ja, geht ja nicht.
Ich brauche einen Restart. Gib mir einen Restart. Gib mir einen Respin. Okay, ich weiß schon, was passiert. So. Vielleicht erstmal das Geschenk hier öffnen? Ich muss niesen. Oh. Okay. So, können wir die vielleicht erstmal den Teller hier aufheben? Das wird's erklären. Nee. Das heißt, wir nehmen vielleicht erst sogar die Cookie Box. Wie habe ich die denn? Ich weiß nicht mehr, wie ich die aufgehoben habe. Ah, mit E. Prepare gift to center, place the cookies. Okay. Vielleicht musst du crouchen. Das Problem ist, man kann nicht crouchen. Es bleibt mir keine andere Wahl, Chat. Santa's Present. Okay. Wir brauchen die Seite, wo ich das Spiel her habe. Woher habe ich das Spiel? Ah, da. So, jetzt haben wir hier ein Video. Psst. Nein, nicht spoilern. He left us a present. Okay. Huh? Did he touch the cookies? The cookies, they're gone and... Nein, du musst sie selber hinplatzieren. Cookies. Is this a note? I don't know what this is. The present. The cookies. Oh, mal gucken, wie er es macht, Chat. Er hat die Cookies nicht genommen. Digga, er ist ja viel loster als ich. Okay. Er spielt so schlecht Spiele, oh mein Gott. I can't eat. Du kannst das Geschenk nicht öffnen. Oh, I have to put out cookies for Santa. Ja, es klappt nicht. Ja. Es klappt bei ihm auch nicht. Ja, ich bin nicht dumm. Okay, ja, moin, du musst sie einfach daneben platzieren. Ah! Wie? Bitte, wer soll darauf kommen, hä? Wer soll darauf kommen? Also, Bruder, das ist ja das Sinnloseste. Die sinnloseste Idee, die ich in meinem Leben mitbekommen habe von irgendwem. Da ist der Teller. Man muss die hier hin. Ach, egal, scheiß drauf. Okay. Jetzt brauchen wir noch einen Stern. Wir müssen einen Stern platzieren. Vielleicht ist der in diesem Geschenk drin. Hang a star on the Christmas tree. The star lies in the box. Bruder, ich werde wieder daneben klicken einfach. Ja, man musste daneben klicken. Es klingelt. Ist das vielleicht Santa? Ein Geschenk! Von Digger. Der Entwickler des Spiels hat einfach keinen Bock, einen Gang durchzuarbeiten. Es ist einfach nur so ein Gang ins Nichts auf beiden Seiten. Ey, was war das für ein schlechter Entwickler von dem Spiel? Ah, das Spiel, Bruder. Bruder, muss ich wieder... Das ist der Stern. Man muss die ganze Zeit daneben klicken, um die Sachen zu nehmen. Okay, das kriege ich hin. Hey, sind das meine Fuß? Warte mal. Hier waren Fußspuren hier hin. Ich dachte schon, hier ist irgendwer. Dann habe ich mich wohl geirrt, oder? Zur Sicherheit, Chat, ihr wisst. Damit man sich so ein bisschen sicher fühlt. Es hat geklappt. Ah, jetzt muss ich schlafen gehen? Warte mal. Was war das? War das Santa?
War das Santa auf den Rentieren? Ist das ein Dildo? Bro, what? Was zur... Was zur... Okay, ich denke, wir gehen jetzt zu Bett und gucken, was uns morgen erwartet. Schätze ich mal. Oder nicht? Nicht? Hat's geklingelt? Ja. Okay. Tür geht nicht auf. Ah, das war ja keine Klingel. Aha! Was ist denn das hier? Auf der Toilette einfach. Eine Vase oder so. Och, Bruder. War Santa bei mir auf dem Klo, oder was? Vielleicht soll man das auch gar nicht aufheben. Was war das? Es kam random ein Sound. Santa? Santa! Okay, er gönnt sich die Kekse. Hey Santa! Wo ist mein Geschenk? Du bist größer als ich dachte. Aber gönn... Das war's? Das, liebe Freunde, war das... Das, liebe Freunde, war das erste Weihnachtsspiel für heute. Okay, wir gehen ins zweite Spiel. Es heißt Chimney Prowler. Ich habe absolut keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Vielleicht kann ja mal wer übersetzen. Bei Google gucken. Chimney Prowler. It was the night before Christmas and Santa's a wreck. How to live in a world so politically correct. His workers no longer would answer to elves. Vertically challenged. Schornsteinfeger heißt das. Nothing that clamored or made lots of noise. Nothing for girls or just for the boys. Nothing that claimed to be gender specific. Nothing that's warlike or non-pacific. Santa grew weary of these tiresome moans and made him quite angry, I'll have you know. He tried to be merry, tried to be gay, but you've got to be careful with that word today. What? His sack was quite empty, limp to the ground. Nothing fully acceptable was to be found. So two friends from across the seas, who met on the internet, wanted to see. If they could catch Santa and fill him with glee, mm-hmm. But little did they know, they'd need more than a tree. For Santa was pissed, hardening his heart entirely. Das war die Geschichte? Zwei Jungs wollten gucken, ob sie Santa erwischen können? That we will, like, actually see him? Bro, die Geschichte... Lassen wir sie ausreden. Is the night. Wir sind zwei Freunde, die auf Santa warten, um ihn... Um bestimmte Sachen mit ihm zu machen? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe es falsch verstanden. Ich hoffe einfach, ich habe es falsch verstanden. Jeder, der es genauso verstanden hat wie ich, weiß, was ich meine gerade. Warum ich so verwirrt bin. Put together a radio tracker to get a radio and the antenna. Also Antenne. Also ich brauche ein Radio und eine Antenne. Hier haben wir schon mal das Radio. Jetzt fehlt nur noch die Antenne. Schönes Auto. Ernsthaft. Alter. Digga, seitdem ich auch den Porsche habe, Chad, werden mir auf TikTok nur so Porsche-Videos vorgeschlagen. Das ist krass. Also vorher noch nie, Digga. Mir wurde vorher noch nie ein Porsche-Video angezeigt. Kommt der jetzt hier durch? Ich hab das Gefühl, der kommt dann da durch. Okay, ich brauche eine Antenne. Boah, Digga, also ich hätte so Lust auf einen Cookie, ne? Boah, ein Cookie jetzt. So ein weicher. Der weiche Cookie ist 10.000 Mal leckerer als so ein harter Cookie. Harter Cookie fühle ich echt nicht. Hier ist ein Weihnachtsbaum. Der versperrt den Weg nach oben. Ich muss sagen, das Haus sieht... weird aus, Digga. Wer hat so ein Gitter in seinem Haus? Versteht ihr, was ich meine?
So, das macht schon komisch. Okay, hier hatten wir das Radio gefunden. Das heißt, hier irgendwo anders muss eine Antenne sein. Ja, zum Beispiel so ein Subway-Cookie, ja. Gutes Beispiel. Wenn ihr eine Antenne seht, dann sagt mir Bescheid, Chat. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass wir schon an der Antenne vorbei sind. Oder war direkt im ersten Raum eine Antenne? Raus kann man auch nicht. Hier war das Radio, hier ist dann niemals auch die Antenne. Wir müssen trotzdem zur Sicherheit gucken, weil ich in den anderen Räumen die Antenne nicht gefunden habe. Eine Autoantenne wird es auch nicht. In diesem Raum war ich noch nicht. Das ist eine Antenne, zack. Wie konnte ich den Raum 10-mal übersehen? Okay. Put together radio tracker, place the radio tracker. Okay. Wo sollen wir die denn hin? Wo platziert man einen radio tracker? Also, beziehungsweise, wo wollen die, dass ich den radio tracker platziere? Ich kann ihn ja nicht irgendwo platzieren. Ich schätze mal hier vielleicht. Kann ich das Inventar öffnen? Kann ich nicht. Aha. So. Okay, all my equipment is up. All my equipment is up. Up there? Yeah, I'll get up here. Ach, er ist oben auf dem Dach, ich verstehe. My God, your roof is atrocious. Ja. Christ, is that a dead bird? Toter Vogel könnte sein. I'm gonna go make the cookies now. Aber wir machen jetzt Cookies. Prepare a cookie for Santa. Oh, Weihnachtsmann zu sein muss doch echt geil sein, ne? Angenommen, es ist anstrengend und so. Ja, 100%. Aber du kannst einfach fliegen mit Rentieren, mit so einem Mantel. Wie cool muss sich das anfühlen? Zweitens, du kriegst einfach in jedem Haus so Cookies und Milch einfach. Ja. Das wäre runtergefallen, oder? How was that? What was it? Oh, bollocks! My damn shoe fell off! Achso. Okay, Aaron. We are 5,000 miles from landing. But there is this weird interference. Oh, es geht hier irgendwas, geht hier ab? Strange. Der Radiotracker wird schneller. Was hat sie gesagt? We are 5 miles up? Sind wir in der Luft oder was? Wie soll ich das verstehen gerade? Sind wir in einem Flugzeug? Wieso sagt sie 5 miles up? Ist das hier gerade ein Flugzeughaus? Wie bei Disney's Pictures oben? Mr. Mike, danke für den zweiten. Okay, wir platzieren den Cookie einfach mal hier hin. Der sieht so kacke aus irgendwie. Prepare special milk for Santa. Yo, 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 yo. Special milk? Was soll das heißen? Oh, keine Ahnung, was ihr da... Wow. A shooting star. Oh, wait. No, never mind. It's just a plane. Oh. 1500. But... That sound is still there. Es piepen wird sogar schlimmer. It almost sounds like clapping. Ja, man hört ehrlich so ein Cha, pum, pum, Cha, pum, Cha, pum, pum, Cha, pum. Man hört ehrlich so ein Klatschen im Hintergrund hinter dem Piepen. Okay, die Milch zack hier hin. Hey, Scruncho. Yes. Hey, Aaron. I would tell you a roof joke, but it might go over your head. Haha, behalte deine Witze für dich bitte, Aaron. Don't you have something to be doing on that roof? Oh yeah, right. 50!
You see anything? Okay. No. You've got some interesting neighbors. Nachbarn? Warum sagt er, wir haben... Santa? He's here. Oh my god. Scruncher. Wir haben Santa. Oh. My shoe. Wir haben Santa. Yo. Is that a... Santa. Chat. Oh god. No. It's Santa. Santa! Warum ist so schwarze Magie um ihn herum? Someone's been naughty. Naughty? And not sleeping. What is this? Ugly cookie. Uh-oh. Aaron, where are you? That clapping. It's in the house now. Scruncher. I don't know what the hell this thing is, but it's coming up the stairs. Er hat den Cookie nicht gegessen. Er hat den Cookie auf jeden Fall nicht gegessen. Wo ist der Hinterhalt von den Primes ab? Wo ist er? Oh nee, man kann hochgehen. Man, das Spiel will von uns, dass wir hochgehen. Ich will aber nicht hochgehen. Ich will nicht hochgehen. Ich muss. Ich bin ein Mann. Hamed, erinnere dich. Du bist ein Mann. Du hast sehr viele Haare an der Haut. Sehr viele Haare. Männlich. Aaron. Oh, Digga, ich hab mich erschrocken, nur weil ein Video anfängt. Oh God, it all makes sense. Was ist das, ein Tier? It's the clap of Santa's ass cheeks. Was? Das ist Santas Arsch, der wackelt? Nein, 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 nein. Das kann nicht sein, oder? Was ist zur Hölle, wie... Die wollen mich verarschen. Wie meinst du Santas Ass-Cheeks? Ich sehe ihn gar nicht. Hä? Alles gut? Hä? Ich bin einmal komplett durch. Er ist gar nicht hier. Ist Santa wieder runtergegangen? Vielleicht ist er einmal im Kreis, weil es hier so eine... wie so eine Art Umführung ist. Da müssen wir vielleicht wieder runtergehen. Warum meldet sich Aaron nicht mehr? Hä? Blut. Jojojojo, was ist da oben? Aaron! Aaron! Oh God! Aaron! Was ist mit ihm passiert? Find the car key upstairs. Schnell! Nach oben und die Autoschlüssel holen. Warum sind die überhaupt nicht bei mir? Das macht schon keinen Sinn. Autoschlüssel. Und runter. Oh mein Nachkrim, Rudolf. Put some poison in your mouth! Oh, shit. Fuck! Falsche Richtung! Gab's noch eine zweite Tür? Ah, das Auto war hier drinnen! Das Auto war hier drinnen! Oh mein Gott. Ich hab's noch nicht geschafft. Ich muss selber noch fahren. Ich, Digga, oha. Kein Unfall machen.
Ich stecke fest. Ey, und ich habe mir selber noch gesagt, keinen Unfall machen, Digga. Ja, ich hasse diese Spiele. Ich kann nicht weiterfahren einfach. Brad, so ein Arschspiel, Digga. Wieso kann ich nicht weiterfahren? Es ergibt gar keinen Sinn. Und nochmal neu. Gut, dass wir einen im Chat hatten, Digga, der weiß, wie man sowas restartet. Ja, willst du mich verarschen? Okay, jetzt sind wir nur stecken geblieben. Kurz. Und runter. Nein, nein, nicht da rein. Und zurück, bitte. Oh mein Gott. Wir kommen hier raus, wir kommen hier raus. Ich spür's. Ich spür's. Ich spür's, wir kommen raus, wir kommen raus. Alles gut, Leute. Ich hab alles unter Kontrolle. Komm schon. Raus da. Okay, wir kommen nicht raus. Nochmal neu. Langsam fahren, Hamid. Komm. Wie in echt. Nicht da lang. So, früh genug gemerkt. Sehr schön. Digga, wie... Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh nein, bruh. Bruder, der Weihnachtsmann verfolgt uns auf dem Boden. Ich kann sein Licht sehen. Wow. Yo. Wir müssen komplett nochmal von neu. Wir müssen komplett nochmal von neu, Digga. Oha. Ernst schwer. Fahr doch! Digga, jetzt aber nicht gefahren! Ich musste nochmal neu drücken. Oh mein Gott, Digga, ich werde immer besser. Okay, ich nehme alles zurück. Jetzt haben wir eh noch Zeit. Okay. Jetzt kurz warten, bis die Animation weg ist. Und weg von Center. Oha, wo lang? Bro, man weiß immer eine Zeit lang nicht, wo lang man lang muss. Mein Gott, Digga, willst du dich verarschen? Wie schwer! Es ist viel zu rutschig. Leute, das ist eine Nachricht an alle Autofahrer, die zur kalten Zeit Auto fahren. Wie jeder im Winter. Fahrt vorsichtig. Man kann so viele Unfälle machen, das ist sogar ernst realistisch hier gerade. Okay. Nein, Digga, ich habe doch sogar abgebremst. Ich habe das erste Mal sogar gebremst in meinem Leben. In dem Spiel. Okay. Hey, der Wort, Bro. Komm schon, bitte. Fahrblitze langsamer. Das Ding ist, ihr müsst euch vorstellen, ich gebe ja gar kein Gas. Nach dem ersten Berg gebe ich kein Gas mehr. Ich fahre nur rechts und links und bremse. Ich kann nicht langsamer fahren, also ich muss mehr bremsen. Oh mein Gott, er kommt nah. Guck jetzt, nur rechts und links. Ich drücke nur rechts und links.
mit Bremsen. Ich höre ihn. Sind das wieder Santas Ass-Cheeks? Jawohl. Oh mein Gott. Rudolf ist tot. Das hast du doch von Santa. Das war für Aaron, bitch. Nice. Wir haben es geschafft. Zweites Santa-Horrorspiel. Okay, wir gehen ins dritte. Ich glaube, das dritte ist das beste. Es war das einzige, was ich von Steam runterladen musste. Okay, und das Spiel heißt Santa Claus. Und ich muss ja ganz ehrlich sein, ich habe es vergessen runterzuladen. Also, es lädt gerade noch runter. Aber es sieht auf jeden Fall gruselig aus. Und Claus steht für Klauen. Der Titel ist mit der gruseligste von allen. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, was ein Spaß, ich steck mir einen Arsch, oh, es macht so Spaß. Hey, Jingle Bells, Jingle all the way. Ich nimm Dildo, ich steck ihn in meinen Mund, es macht so viel Spaß. Und wir gehen rein in das Spiel. Okay, das sieht jetzt nicht sehr passend zur Musik aus. Digga, diese Weihnachts-Horror-Games, die, warum sind wir so klein? Wir sind ein kleines Kind! Isst die Süßigkeiten. Geil. Oh, Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. In einem One House Open Slate. Oh. Mama, Papa? War das gerade Santa? Ich glaube, der hat das vielleicht nicht so krass gefeiert, dass ich die ganzen Cookies gegessen habe. Wo sind wir? Was so? Da ist ein Stern, sind wir in einem Labyrinth? Das ist ein Stern. Ich folge einfach mal dem Stern. Ich kann nicht sprinten. Schnell. Wo ist der Stern? Bitte keine Sackgasse. Lass mich nach rechts. Bitte lass mich irgendwie nach rechts. Jawohl. Ich höre ihn nicht mehr. Oh mein Gott. Schnell. Links, rechts, links, rechts. Rechts ist okay. Jetzt nach links bitte gleich. Oh nein. Nein, I don't look behind my me. Hä? Lass mich irgendwo lang. Oh, ich sehe da hinten irgendwas. Aber ich glaube, ich muss langsam nach links. Weil ich sehe den Stern nicht mehr. Oh oh. Also ich glaube, die Sounds kommen nie von vor uns. Er ist immer hinter uns. Oh nein, der scheint nah zu sein. Gehen wir gerade falsch? Ich sehe nichts mehr. Schön die Ecken entlang gehen. Da sah ich den. Hä? Okay. Beruhigung. So. Den Stern entlang. Digga, ist echt nicht einfach. Okay, der ist ungefähr da lang. Vielleicht müssen wir auch am Anfang rechts gehen. Und ist alles nur ein Prank. Wisst ihr, wie ich meine? Nicht immer direkt dem Stern entlang gehen. Nicht? Ah! Schau mal nach, Quimia! Warum flackert der Boden?
komm schon. Das war vielleicht ein Fehler. Ich sehe den Stern noch. No, I don't look. Oder okay, doch. I see nothing. You dumb? Oh, wir gehen gerade falsch. Wir drehen uns im Kreis. Ich hoffe, er kommt nicht. Wir müssen jetzt gleich nach links. Oder einen später. Und wo kommt der? Okay. Das könnte sein. Nach rechts. Und jetzt gleich nach links, wenn ich kann. So schnell es geht, nach links bitte. Oh nein. Ich höre ihn. Bitte nicht von vorne. Okay. Jetzt gleich schon nach links und nicht erst nach rechts. Oh, der Boden schon wieder. Jawohl, ich sehe ihn noch. Ich sehe den Stern noch. Lass mich nach rechts. Hey! Wie unfair! Nein, nicht Michael Myers. Kann man auch mal nach rechts? Ich kann nur nach links. Ich muss mal jetzt einmal komplett durchgehen. Ich hab's bildlich so vor Augen, wie das Labyrinth jetzt aufgebaut ist. Zack! Die Spur nehmen wir nicht. Die Ausfahrt nehmen wir nicht. Die Ausfahrt nehmen wir auch nicht. Zack. Und jetzt kommt eine dritte Ausfahrt und das wird sein. Man denkt, es ist nicht die richtige Ausfahrt. Es ist aber die richtige Ausfahrt. Es ist doch nicht die richtige Ausfahrt. Es war noch ein Jahr später. Wir müssen nach links und nicht nach rechts. Nach links. Oh, der ist da gespawnt. Der spawnt da. Der spawnt da, Leute. Was? Hier war ich noch nie. Ah! Okay, ich versuche jetzt einfach dem entlang zu gehen. Auch wenn es vielleicht unlogisch klingt. Komm schon, Baby, bitte. Hol mich hier raus. No, I don't. Ey, ich bin am Anfang falsch gelaufen. Ich glaube, ich muss nach rechts. Vielleicht ist es sogar schlau, Chat, mich einfach von ihm töten zu lassen. Ich meine das gerade ernst. Oder wir gehen sehr weit zurück. Haben irgendwas dick falsch gemacht. Ich versuche mal durchzulaufen. Das da hinten sieht auch irgendwie aus wie irgendetwas. Da war ein Spalt an der Wand. Ernsthaft jetzt? Okay, das testen wir aus. Also war ich vielleicht doch richtig? Da war eine Lücke, die du laufen konntest. Oh! Okay, mein Fehler, Chat, mein Fehler. Okay, ich achte jetzt auf eine Lücke. Okay, jetzt gleich muss irgendwo... Hier muss irgendwo eine Lücke sein, oder? Da ist keine Lücke. Da ist keine Lücke, Chat. Da war keine Lücke. Schlechter Call wieder. Ich muss zurück an ihm vorbei. Rechts, links, Slalom. Rechts, links, Slalom. Okay, hier. Bei dem dritten Weg nach links, okay. Das war vielleicht auch einer zu früh. Ich sehe keine Lücke. Das ist derselbe Weg, den wir gerade gegangen sind. Oh mein Gott, gedribbelt.
Okay, ich gehe das erste Mal rechts. Man kann gar nicht rechts lang gehen, okay. Ich gehe das erste Mal gleich direkt rechts. Statt nach links. Der weiteste Weg zur ist die richtige Lösung. Wow, 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 wow. Ich dribbel ihn aus. Ausgedribbelt. Das ist Gras, ne? Ich glaube, viele verwechseln gerade eine Lücke mit Gras auf dem Boden. Hier war nämlich auch keine Lücke. Der hört sich immer an, als wäre er vor mir. Dabei ist er gar nicht vor mir. Warte, ich glaube, ich hätte da rechts gemusst. Zack. Ich mach kurz Subchat an, Jungs. Ich mach kurz Subchat an, weil es sind so viele Leute, die reinschreiben, da war es doch, da war es doch. Zu viele, zu viele. Die trollen. Das ist immer richtig nervig, wenn die Lösung wichtig ist. Subchat ist an. Wichtig, wichtig. Wichtig. Ich brauch qualifizierte Hilfe, nicht? Hä? Da! Links! Bräh. Stell dir mal vor, ihr läuft einfach die ganze Zeit im Labyrinth. Einer sagt, links war es. Ah, danke. Okay, ist schon hinter uns. Jetzt gerade sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Ich versuche mal so eine Rechts-Links-Taktik. You can taste nothing, man. Oh, das sieht gut aus. Jetzt nach, lass mich nach rechts, bitte. Ah, nice. Da war es ja. In der Ecke, Leute. Da war der Spalt. Muss einen anderen Weg suchen hier. Muss auch mal aufpassen, dass er nicht vor mir spawnt, Digga. Er lässt mich nicht nach links. Ich laufe mal trotzdem nach links. Okay. Digga, was ist das? Jetzt lässt er mich bestimmt wieder nicht nach links, oder? Da mach ich den Turner. Da mach ich den Timmy Turner. Lass mich nach links. Ich mach den Timmy Turner, let's go. Alter, meine Fresse! Okay, ich seh den. Ich seh ihn. Chat, links, Mitte oder rechts? Links, Mitte oder rechts, Chat? Ist er schon da? Er ist schon da! Links kann man gar nicht! Aha, man kann nur durch die Mitte!
No, I don't look behind me. Ich werde jetzt nicht die erste nach rechts gehen, ich werde die zweite nach rechts gehen. Try me. Ich werde immer das machen, was ich eigentlich nicht machen würde. Aber ich muss nach rechts, Digga, was? Was? Digga, da war ein Baum. Oh, Digga, ich dachte, da kann man durchgehen, Digga, weil da so ein komischer Baum gespawnt ist. Versteht ihr? Digga, dieser Stern ist so weit entfernt, ne? Komm schon, Stern, komm zu mir. Er ist so nah, er ist so nah. Er ist so nah. Er ist so nah, aber so weit entfernt. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn, der ist da. Das Spiel lässt mich da aber nicht lang gehen. Das Spiel lässt mich da nicht lang gehen, Digga. Du musst dort weiter nach links. Es ging nicht weiter nach links, da war eine Wand. Ich bin ans äußerste links gegangen. Okay, wir probieren es direkt von hier. Maybe da nach rechts. Beim nächsten nach rechts und dann nach links. Davor. Digga. Es gibt erstmal nur einen Weg. Es ist wirklich schwer, ne? Mittig bin ich schon gegangen. Oh mein Gott. Ich sag, ich gehe jetzt bei der nächsten rechts rein und dann nach links. Komm schon. Ich glaube, man muss immer so... Also es ist nur so eine... Ja, dann war es falsch. Ich sag, jetzt war falsch. Ich versuche Sachen zu machen, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Maybe hier lang.
Bro, wer hat dieses Spiel gecodet? Digga, Bruder, ich hab das Gefühl, ich bin so nah wie noch nie. Und jetzt kann man einfach nicht nach rechts. Jetzt kann man nur zurück. Es geht einfach nicht anders. Das ist so unfair. Stell dich mal vor, man kann da gleich noch irgendwo nach rechts. Nee, okay. You can taste nothing. Lick my eye. Zack. Komm schon. Digga. Guck mal, ich geh jetzt extra nach links. Das macht gar keinen Sinn. Das Gefühl, das war die cleverste Entscheidung. Und jetzt die nächste rechts. Hier war ich aber schon. Digga, ich kenne mich schon aus. Hier war ich schon. Die erste... Wow. Die erste links bin ich schon. Die zweite links. Jetzt nach rechts. Und jetzt bitte lass mich nach links. Bitte sag, es geht nach links. Bitte. Und es geht nicht. Guck, ich hab, Digga, ich hab gefühlt alles geschafft. Ja, alles probiert. Jetzt gleich kommt hier die Ecke. Guck mal, ich kenne mich schon aus. Wie als wäre es meine Hosentasche. Jetzt nicht hier nach links. Und auch nicht hier nach links. Und jetzt lass mich mal nach links. Geht nicht. Guck, ich habe schon alles ausprobiert, Real Talk. Digga, ich guck mir jetzt die Lösung an, Digga. Boah, der Stern war, glaube ich, noch nie gerade vor mir. Jetzt geht's nicht nach rechts. Hä? Digga, Chat, sag mir mal, wie ich diesen... Ja, moin, Digga, wie soll ich das bitte finden? Willst du dich verarschen? Der ist ja 30.000 Variationen, Junge, wie soll ich das... Der war auf jeden Fall mal ganz links. Das Ding war auf jeden Fall mal gerade vor ihm. Das war bei mir noch nie, glaube ich, oder? Doch, hier war er auch. Guck mal hier. Hier habe ich ja schon irgendwas falsch gemacht, oder nicht? Guck mal, der Stern ist schon weiter weg von mir wieder. Da, seht ihr? Der ist da hinten. Bei dir ist der Weg anders. Er hatte einen anderen Weg. Das kann doch nicht sein. Das Spiel ist nicht so... Ich sag nicht, dass das Spiel
so viele verschiedene Dinge hat. Korlich. Guck mal, ich muss jetzt hier wieder weg vom Stern. Wow. Und jetzt lässt er mich, glaube ich, gar nicht mehr nach links gehen. Guck, Digga. Guck, ich kenne die Map auswendig. Ich weiß einfach, wann er mich wohin lässt. You will die. Okay. Guck mal, jetzt nach rechts geht gar nicht mehr bei mir. Ich kann nur noch links. Sonst kommt so ein Ende. Ich kenne die Map so in- und auswendig, ne? Kann man hier nach links? Nee. Okay. Warte, lass ich mal einmal komplett nach links und dann versuchen, aus der Map rauszukommen. Jetzt müsste ich doch aber nochmal nach links können, oder? Ja. Und jetzt gleich nach links statt nach rechts. So. Vielleicht war das einer zu früh, ich weiß es nicht. Nee, es war richtig, glaube ich. Ich glaube, wir sind richtig, Chat. Da, hier waren wir noch nie. Gleich nach rechts. Hätte ich nach rechts gemusst? Lass mich nochmal nach rechts. Jetzt nach links. Komm schon. Nein. War das falsch? Ja! Ja! Ja, ich hab's geschafft. Komm schon bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Alter. Junge. Das war's. Es war einfach nur ein Riesenlabyrinth. Ich bin jetzt im Zimmer von meinem Dad anscheinend, okay. Es ist der Weihnachtsmorgen. Toilette. Schlafzimmer von mir oder was? Oh yes, baby. Oh, Digga, wir wohnen auch im irgendwo. Bielefeld bestimmt. Hier ist Gitarrenraum. Zwei Mini-Handlinien. Was ist das denn? Hat unsere Toilette ein Upgrade bekommen? Ich könnte schwören, wir haben ein Upgrade bekommen. Digga, die ganze Wohnung hat ein Upgrade bekommen. Ich bin aber irgendwie immer noch alleine. Ich weiß, egal, Scheiße. I win. Was haben wir? Ist das vorbei? Das Spiel ist vorbei. Oh mein Gott, Digga. Ich habe aber, guck mal, ich habe nie aufgegeben mit keinem einzigen Spiel, okay? So merkt euch das. Aufgeben ist nie eine Option. Nehmt euch die Ziele vor und schnappt euch diese Ziele. Einen frohen Dezember.